Ja, ein Teil 2 in meinem Vlog-Eintrag zu Samhain. Wir haben jetzt ganz genau 0 Uhr. Samhain ist damit jetzt zu Ende. Das Hexenneujahr beginnt gleich in ein paar Sekunden. Na? Jetzt. Jetzt ist das neue das Hexenneujahr angebrochen. Und ja, wie bei Neujahr man es ja kennt, Vorsätze und so. Ich möchte versuchen, angefangene Sachen und alte Sachen, die ich vor mich hinschiebe, egal welche Art, ob Bücher lesen oder das und das, endlich mal beendet haben, weghaben, einen freieren Weg vor mir haben. An Samhain selber habe ich jetzt leider nichts mehr gemacht. Weil es mir auch noch nicht so gut geht, habe ich gemerkt, ich möchte mich noch etwas schonen. Am Montag habe ich ein paar Termine, da sollte ich fit sein. Heute ist dementsprechend jetzt schon seit knapp 2 Minuten Freitag, der 1.11. Ja, schade, dass es mich gerade bei meinem absoluten Lieblingsfest erwischt hat. Und auch die Anna kann man leider nichts machen. Sehe ich jetzt auch nicht so schlimm. Sehe ich jetzt lockerer. Ich zünde immer wieder mal für meine Ahnen Kerzchen an und so. Das ist für mich alltäglicher Gegenstand. Routine. Ja. Das war es jetzt zu diesem Blog-Eintrag. Und ja, mal schauen, wie es mit dem Channel hier weitergeht. Mir gehen langsam leider wieder die Ideen aus. Fragt mal. Bringt Ideen mit ein. Fragt irgendwas, vielleicht irgendwas zu Themen, die ich angerissen habe. Irgendwas Vertiefteres, dass ich auch ein bisschen mich selber dann auch informiere und lerne. Ja, denn auch ich weiß nicht alles und auch nicht vertieft. Vor allem kann ich viel über das Hexenleben in der Stadt berichten, wenn man vom Land gekommen ist. Das verfolge ich natürlich auch weiter, wenn wieder Fragen kommen und so. Und ja, gut. Bis dann.